So, na gut, dann haben wir jetzt gerade schon 17 Anmeldungen. Ich würde sagen, dann starten wir, oder? Das müsste die Mehrheit sein. Starten wir. Herr Giesbers ist auch mit dabei aus Berlin. Sehr schön. Schöne Grüße nach Berlin. Und dann würde ich sagen, wir geben mal den Bildschirm frei. Okay, dann geben wir diesen Bildschirm hier frei und abbrechen. Man müsste jetzt meinen Bildschirm sehen, denke ich, oder? Ja, ich sehe es hier auch. Okay. Und dann starten wir erstmal den Begrüßungsbildschirm. So, und dann machen wir das Bild einfach mal klein. Gut. Ja, dann würden wir alle erstmal willkommen heißen, denke ich, zu der nächsten Cut-Café-Runde. Heute hatten wir uns ja das Thema überlegt des BIM-Gebäudeaufmaßes in Verbindung mit der Ausarbeitung mit BricsCAD. Da haben wir den Herrn Matibe mit dazu geholt. Das ist einer unserer Partner, eigentlich in einer langjährigen Geschäftsbeziehung heraus entstanden. Und haben ihn dazu eingeladen, weil wir wissen, dass der Herr Matibe einige tolle Sachen mit BricsCAD macht und jetzt auch neuerdings das Thema BIM-Gebäudeaufmaß sich mit auf die Fahne geschrieben hat. Aber da kann der Nico, glaube ich, dann noch mal ein paar Takte zu sagen. Das ist so ein bisschen jetzt die Agenda, die wir heute mit auf dem Zettel haben. Wir würden gerne dem Herrn Matibe erstmal die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, ein paar Takte zu sich zu sagen und was er so tut. Und dann würden wir gerne das Thema BIM-Gebäudeaufmaß anschneiden. Dann die Konstruktion dazu, wie der Herr Matibe das gemacht hat, welche Erfahrungen wir grundsätzlich auch damit vielleicht sammeln konnten, schrägstrich der Auswertung und der Dokumentation. Und am Ende des Tages würden wir in die offene Fragerunde wechseln, denke ich. Ja? Gut, bevor wir Herrn Matthiebe das Wort übergeben, oder haben wir noch was? Nö, Eine ich würde jetzt die Dokumentation? Ja. Bildschirmfreigabe nur stoppen, damit man Okay. das Video dann Ja. vielleicht auch ein bisschen besser sieht in der Aufnahme später. Okay. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer jetzt mittlerweile dritten Cut-Café-Sitzung. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Vielen Dank für die sehr positiven Rückmeldungen. Ja, das entwickelt sich so langsam, auch was die Technik angeht. Jetzt haben wir das zweite Mal jetzt unser professionelles Mikrofon für solche Gespräche. Wir haben eine neue Kamera, aber die haben wir noch nicht zum Laufen gekriegt. Beim nächsten Mal sieht man uns dann, glaube ich, in einer höheren Qualität. Ich möchte noch mal kurz zum Sinn und zum Aufbau des Cut-Cafés sagen, wir möchten ganz gerne hier. Ja, ich habe das mal überschrieben mit relativ konzeptlos. Also ich will nicht, dass das Ding hier so etwas wird wie ein Webinar, wo man Ja. dann sagt, das ist jetzt knallhart dieses Thema und gut ist, sondern das soll eher ein Austausch, eine Austauschplattform sein, genauso wie wenn Sie halt mit Ihren Kollegen dann in eine Kaffeemaschine gehen und sagen, jetzt holen wir eine Tasse Kaffee und tauschen uns kurz mal über dieses und jene Thema aus. Und eines der Ideen vom CAD-Café ist ja natürlich zu sagen, okay, wenn einer unserer Kunden, unserer Partner etwas ganz Tolles macht, ganz tolle Erfahrungen gemacht hat im BricsCAD-Umfeld, dann möchten wir ganz gerne mit Ihnen das teilen. Da sind Sie auch herzlich eingeladen zu sagen, hier, ich habe das gemacht, Ja. damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das würde ich ganz gerne den anderen Kollegen hier ja mal zeigen. Das gilt natürlich auch, wenn Sie sagen, okay, ich habe hier massive Probleme, das funktioniert überhaupt nicht. Wie machen wir das? Vielleicht haben wir auch nicht direkt die Lösung, aber dann würden wir dann hier das auch gerne gemeinsam besprechen wollen. Ich glaube, ich gehöre zu denjenigen, die dann, wenn sie etwas wissen, das sehr, sehr gerne teilen. Und ich glaube, das ist so eine menschliche Angewohnheit, dass man das gerne macht, und uns dann gegenseitig unterstützt. Zu Herrn Matibe möchte ich sagen, Herr Matibe ist ja Geschäftspartner neuerdings, Ja. früher aber ein ganz normaler Kunde. Und zwar ein ganz normaler Kunde, wo wir dann immer seine Nummer im Display gespeichert hatten. Wenn er angerufen hatte, dann wussten wir, okay, da müssen wir jetzt alle drei ganz aufmerksam zuhören, um sein Problem überhaupt zu verstehen. Er ist Naja. eine, hören Sie mal weg, dass Sie nicht direkt rot anlaufen, jetzt, Herr Matibe. Und er hat halt
manchmal ist es ganz merkwürdig. Wir machen schon seit 10 Jahren, über 10 Jahren BRICS-CAD-Schulungen und diejenigen, die bei uns zur Schulung waren, die werden es wissen. Zum Beispiel das Lehrthema zeigen wir an einem Teddybären. Das heißt, das ist so ein äußerer Kreis, das ist das Gesicht, dann haben wir zwei Kreise, das sind die Augen und die Nase. Und damit bringen wir unseren Kunden komplett diese Lehrthematik bei. Und wenn ich dann natürlich sehe in der Praxis, wie dann das Hand und Fuß bekommt und auch im Falle von Herrn Matiebe, der eigentlich aus dem Bereich der Messeplanung kommt, wo er dann, ich sag mal, wie ein virtuoser Geigenspieler die Funktionen da wirklich so zusammenwirft, bin ich sehr froh, dass wir heute ihn dazu bekommen haben, dass er das mal zeigt, einfach als Ideengeber, was man mit BRICS-CAD, mit BRICS-CAD BIM oder mit BRICS-CAD Ultimate an der Stelle, ja. Aber ich glaube, das ist heute nicht Thema mit dem Ultimate, sondern nur mit BIM, was er dort an der Stelle macht. Also sind Sie sehr herzlich eingeladen, auch das nächste Mal. Ja, wir müssen das nicht wie bei Herrn Matiebe jetzt, ich sag mal, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Slot haben, sondern einfach 5 Minuten sind Sie sehr herzlich eingeladen, dort hier an dieser Stelle mitzumachen. Genau. Wir hatten uns auch vorgestellt, da kann der Nico aber auch gleich oder der Herr Matiebe dann auch gleich noch einen Takt dazu zu sagen, dass es jetzt heute auch beispielsweise nicht unbedingt zu produktlastig wird. Ja, also wir wollen Ihnen als Kunden oder als Interessenten oder als einfach nur stille Teilnehmer einfach nur zeigen, was kann man denn mit dem Produkt alles tun und welche Möglichkeiten gibt es, auch einfach mal vielleicht über den Tellerrand hinauszuschauen, indem man vielleicht das eine oder andere an Funktionalität einfach nur kombiniert. Und das ist genau der Gedanke, einfach mal den Herrschaften zu zeigen oder den Teilnehmern hier zu zeigen, okay, man kann auch noch viel mehr damit außer eine gerade Linie damit zeichnen. Also nicht nur zu zeigen, sondern auch zu sehen, weil ich bin da genauso gespannt wie Sie, weil das, was wir hier zu sehen bekommen, ist natürlich nicht immer das, was draußen in der Wirklichkeit auch täglich passiert. Und deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir mal an dich weiter, Nico, und vielleicht kannst du da einfach nochmal ein paar Takte zu sagen. Ja, vielen Dank. Also ich stelle mich erstmal vor, mein Name ist Nico Matiebe, ich bin Jahrgang 79, komme aus dem schönen Taunusstein, bin vom Beruf staatlich geprüfter Holztechniker, habe 2003 angefangen bei einer großen internationalen Messebaufirma, war dann da zum Schluss als Senior-Konstrukteur beschäftigt und bin seit 2014 selbstständig in dem Bereich Planung und Konstruktion und seit dieser Zeit tatsächlich auch seit der ersten Stunde meiner Selbstständigkeit BRICS-CAD-Anwender und konnte natürlich so im Laufe der Jahre auf dieser CAD-Plattform unheimlich viel Erfahrung sammeln. Ich bin da von Natur aus auch sehr neugierig, was das angeht. Und gerade auch als Freiberufler muss man natürlich auch immer sehen, dass man konkurrenzfähig bleibt. Das heißt, ich muss ja auch immer up-to-date sein. Ich muss permanent meinen Workflow optimieren und anpassen, um konkurrenzfähig zu sein. Und auch entsprechend meinen Kunden gegenüber habe ich natürlich auch eine Verpflichtung, auch gerade rationell zu arbeiten. Und da es CAD natürlich mein Hauptwerkzeug ist, ist es natürlich klar, dass ich mich dann in diese Materie unheimlich einarbeiten muss und hier versuche, permanent meinen Workflow zu optimieren und auch effizient zu gestalten und auch entsprechend, dass ich entsprechend schneller arbeiten und reagieren kann. Genau. Zu dieser Tätigkeit kommt dazu, also nicht nur, das war jetzt natürlich Corona-bedingt ein sehr schlechtes Messejahr, muss ich wirklich sagen, also da war seit Anfang März ist da wirklich Stillstand, da geht nichts mehr, da ist nicht viel los, umso mehr Zeit hatte ich jetzt natürlich, mich dann auch noch mit meiner zweiten Thematik zu beschäftigen, also seit 2014 mache ich nicht nur Planung und Konstruktion im Bereich Messebau, sondern ich mache auch Immobilienaufmaß und so 3D-Vermessungen im Innenausbau, im Innenbereich. Im Zuge dessen hat sich im Laufe der Zeit auch immer ein bisschen mehr so, kam immer mehr so die Nachfrage auf nach fertigen Plänen, Bestandsplänen, also sei es für Architekten oder für Teilungserklärungen, ist jetzt in letzter Zeit ganz viel gefragt worden. Das hängt wohl wahrscheinlich damit zusammen, weil wir haben ja
eine Knappheit am Wohnungsbestand, die Leute bauen weiter aus, bauen aus, sanieren Keller, funktionieren die um zu Wohnräumen und in dem Zuge kommen immer wieder mal Anfragen für Teilungserklärungen und wir haben natürlich gesagt, okay, wie kann ich denn dem jetzt schnell gerecht werden, wie kann ich denn aus meiner IFC-Datei relativ fix und auch wirklich kostengünstig für eine Privatperson oder sagen wir für einen kleinen Investor hier Pläne erstellen. Und da kam jetzt wieder das Thema BricsCAD BIM auf, weil ich da halt eben schöne BIM-Funktionen habe, mit denen ich solche Pläne dann auch wirklich sehr schnell erstellen kann. Das kann ich einmal aufzeigen. Also ich habe eine Partnerfirma, mit der ich zusammenarbeite, für die ich Immobilienaufmaße mache und habe die Möglichkeit, mir dann diese Immobiliendateien aus dem Aufmaß heraus wieder als IFC zu exportieren zu lassen und kann die dann in BricsCAD einlesen. Ich kann das jetzt mal hier zeigen. Ich teile mal eben meinen Bildschirm. Nur kurz, Nico, vielleicht für die Herrschaften, die jetzt auch mitgucken, für mich aber jetzt auch interessant. Wenn du jetzt auf der Baustelle stehst, was nimmst du da für ein Aufmaßgerät beispielsweise? Genau. Oder machst du das Aufmaß? Du machst es ja nicht nur mit BricsCAD, du gehst ja nicht mit einem Meter auf die Baustelle, ne, nach, oder in die Wohnung. Nee, also es gibt natürlich, es gibt ja, was im Moment total populär ist, ist dieses Scan-to-BIM oder sagen wir mal dieses 3D-Upscannen, ne, von Punktwolken und so weiter. Wir haben da eine etwas konventionelle und sehr schnelle Methode entwickelt. Und zwar, wir haben einen Disto X3 oder X4 oder auch Disto S910 Laser. Okay. Der steht quasi auf einem Stativ, hat also einen Neigungswinkelsensor drin. Und mit dem kann ich also im Prinzip das Gebäude von innen abfahren. Das heißt also, ich mache jetzt nicht, man muss sich das so vorstellen, ich baue also quasi mein Gebäude dreidimensional auf über verschiedene Funktionen, Befehle und nutze quasi meinen 3D-Laser dabei als Maus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt also eine Wand einmessen möchte, dann gehe ich auf der Wand einfach auf zwei Punkte. Das heißt, ich mache das meistens so in dem ersten und dem letzten Drittel, fahre ich einen Punkt auf einer Wand an, dann fahre ich wieder auf der nächsten Wand einen Punkt an, also den ersten und den zweiten Punkt und so konstruiere ich mir dann im Programm quasi dann dreidimensional mein Gebäude. Okay. Aber das heißt aber Fenster, Türen, Säulen und so weiter, das wird alles eingemessen, Dachschrägen, das wird alles mit erfasst. Und das ist eine sehr rationelle Geschichte. Also in einem Familienhaus kann man mit dieser Technologie, sag ich mal, wenn das gut läuft, habe ich das in der Stunde aufgemessen. Stunde bis anderthalb, so über drei Geschosse. Das heißt aber, du verzichtest dann ja auch bewusst auf die Technologie der Point Clouds, ne? Der 3D-Scan-Aufmaß. Ja, brauche ich nicht, weil ist nicht nötig in dem Fall, sondern wir wollen ja im Prinzip nur die Gebäudedaten erfassen und ich brauche jetzt da keine Heizkörper drin oder dafür ist es auch nicht gemacht, sondern es ist halt explizit nur dafür gemacht, dass man eben einen Grundriss erstellt und daraus dann eine Wohnflächenberechnung generiert. So, genau so. Gut. So funktioniert das, ja. Also wie gesagt, da steckt keine teure Lasertechnologie dahinter, da steckt natürlich eine Software dahinter, die ist auch immer noch in der Entwicklung, die ist noch nicht abgeschlossen, die steht immer noch, ist immer noch im Beta-Status. Da gibt es noch viel Optimierungsbedarf dran, aber es ist mittlerweile schon so, dass es wirklich sehr brauchbar ist und man da wirklich also rationell mitarbeiten kann, ja. Kannst du es an einer Datei zeigen? Ja, ich habe eine Datei da. Ich mache mal so eine Datei auf, wie die aussieht. Ich habe mir das schon mal auf dem Desktop abgelegt. Also du hast jetzt tatsächlich auch eine Roh-IFC-Datei, die du als Grundlage nutzt. Okay. Genau. So sieht die aus. Ne? Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Haus. Das ist aufgemessen. Ja. Das heißt also, solche Wände, wie man es hier sieht, und Fenster und Türen werden also im Laser quasi angefahren. Die Fenster werden über die Eckpunkte angefahren und die Türen und Fenster eben auch. Ne? Ja. Ich zeige nochmal ein anderes Modell. Das war, glaube ich, gar nicht das, was ich unbedingt zeigen wollte. Ich kann es mal eben nochmal schnell zeigen. Essen. Das hier.
Wieso zielst du auf die IFC-Datei an sich? Wie meinst du, warum ziele ich auf die IFC? Also spuckt der, also die Vorverarbeitung oder wie auch immer, du bekommst halt die IFC-Datei als Grundlage. Ja, Moment, genau. Genau so ist es. Wo kommt die denn her? Die IFC-Datei, die wird dann exportiert von der Softwarefirma. Genau. Okay. Die verwerten die Daten und können da draußen eine IFC-Datei exportieren. Also okay. Sie messen und das Ergebnis ist dann eine IFC-Datei. Genau so ist es. Genau. Okay. Ja. Und die Objekte sind schon IFC oder BIM-konforme, wie man in der Branche spricht. Ja. Sind das schon dann BIM-konforme Objekte oder? Also so wie das jetzt zum Beispiel hier ankommt, wenn ich das hier jetzt mal anklicke, die Bodenplatte. Ja. Dann sieht man hier rechts bei mir im Eigenschaftenfenster, ist das auch schon klassifiziert als Bodenplatte. Ne? Okay. Oder auch eben die Wand. Ja. Man hier auch, ist auch schon als Wand klassifiziert okay. Und sowohl auch die Fenster, ne? Und die Türen. Die sind also schon klassifiziert. Okay. So, ich kopiere das Ganze jetzt mal in eine neue Datei rein. Das ist zwar schön und gut, wenn ich erstmal so eine IFC-Datei habe, aber was mache ich denn jetzt damit? Wie kann ich denn da jetzt effizient meine Pläne draus generieren? Das war ja im Prinzip auch die Fragestellung, ne? Genau. Ich kann natürlich jetzt hingehen, klassisch, wie ich das kenne, wie man das mal früher im AutoCAD gemacht hat, ne? Da gab es ja die Befehle wie Sollprof oder Schnitte generieren oder solche Geschichten. Alles schön und gut, würde heutzutage immer noch funktionieren, aber wir haben ja natürlich da einen ganz entscheidenden Nachteil bei. Uns fehlt ja dazu immer die Assoziativität. Das heißt, wenn ich jetzt daraus eine Ansicht generiere, dann kann ich das zwar irgendwo als Block dann einspeichern, aber ich muss halt immer gucken, wenn ich da mal an so einem Gebäude was ändere, wenn es jetzt zum Beispiel weiter bearbeitet werden soll in einem Architekturbüro mit Anbau oder sonst irgendeiner Sache, dann muss natürlich immer gewährleistet sein, dass diese Schnitte, die ich dann da erzeuge, auch immer assoziativ sind zum Modell. Und das habe ich mit der BricsCAD BIM-Funktion gewährleistet. Deswegen, wir hatten ja mal gesagt, Herr Koschertürk, wir wollten ja mal so einen Befehl des Tages einführen, ne? Genau. Ja, da können wir ja heute mal anfangen mit dem Befehl BIMIFY. Okay. Da war ja damals, Steven, kannst du dich erinnern, für mich überhaupt der Grund, wo ich gesagt habe, phänomenal, genau das brauche ich. Ja. Jetzt habe ich dieses IFC-Modell und lass mal diesen BIMIFY-Befehl da oben drüber laufen. Bei mir sieht das BricsCAD im Übrigen so aus, da ich ja, eigentlich viel in der Mechanical-Oberfläche arbeite und nur bedingt ab und an mal die BIM-Befehle brauche, habe ich mir also quasi meine BIM-Befehle einfach hier in den Mechanical-Arbeitsbereich funktioniert ja recht gut über die Arbeitsbereiche und so weiter. Genau. Ja. Und wenn ich dann hier oben bei mir in BIM-Start gehe, dann haben wir hier schon dieses Klassifizieren, diesen BIMIFY-Befehl. Und wenn ich den jetzt mal einfach mal da drüber laufen lasse, dann passiert nämlich bei dem IFC-Modell Folgendes. Jetzt hat er was berechnet. Und zwar sehen wir jetzt hier im schönen Hintergrund, BricsCAD ist jetzt hingegangen und hat erkannt, aha, wir haben hier unten eine Bodenplatte, also haben wir eine Ebene 1. Wir haben hier eine Bodenplatte, wir haben hier eine Ebene 2, wir haben hier noch eine Bodenplatte, dann haben wir eine Ebene 3 und wir haben hier oben eine Bodenplatte, haben wir eine Ebene 4. Ja. Außerdem handelt sich das bei dem ganzen Gebäude um ein Gebäude, also erzeuge ich hier noch Ansichten. Ja. Wenn das jetzt nur ein 3D-Modell wäre, das war ja auch noch das Phänomenale, dann würde der BIMIFY-Befehl hingehen und würde auch automatisch die Wände, Fenster und Türen auch entsprechend nochmal klassifizieren. Das macht er also auch. Das können wir vielleicht mal nachher einfach mal zeigen oder mal ausprobieren. An 3D-Volumenkörper, ne? Da ist es halt jetzt eben schon der Fall, dass es da schon klassifiziert worden ist. Das heißt jetzt, du nutzt diesen BIMIFY-Befehl, der ja scheinbar irgendwie Schnitte, Ansichten oder Klassifizierungen erzeugt. Ja. Und tatsächlich einfach zu sagen, okay, bitte leg mir einen Schnitt automatisch in meine entsprechende Ebene. Genau. Auch dementsprechend zu. Genau. Und dann machst du wie weiter? Genau, also man kann jetzt hingehen und kann diesen Schnitt sich hier erstmal doppelt anklicken und dann sehe ich schon, ach, wo schneidet der denn hier überhaupt mein Modell und könnte dann entsprechend, wenn ich sage, okay, ich möchte den Schnitt vielleicht etwas weiter oben haben, also kann ich mir das hier genau live angucken und könnte hier meine Schnittebene verschieben. Wenn ich doppelt draufklicke,
Halt, jetzt habe ich die Bodenplatte verschoben. Bodenplatte verschoben, ja. Das wäre jetzt wieder so ein Moment, wo du beim Support angerufen hättest und über den Schnitt geflucht hättest. Ich habe die Bodenplatte verschoben, ja. Jetzt komme der Sache schon näher, ne? Jetzt sieht man das. Und kann dann im Prinzip erstmal auch mir genau angucken, was wird denn da geschnitten und wie sieht es denn nachher tatsächlich dann aus. Und dann kann ich hier jetzt hingehen und kann, wenn ich jetzt meinen Schnitt mir hier mal anfasse und sehe in meinem Eigenschaftenfenster, sagt er mir eine Zieldatei, wo er denn den Schnitt ablegen soll. Und jetzt ist ja das Phänomenale, ich muss also nicht innerhalb meiner Zeichnungsdatei bleiben, sondern ich habe ganz klar getrennt, ich habe auf der einen Seite mein BIM 3D-Modell, ja, in dem ich nur meine 3D-Modelle drin habe, und habe auf der anderen Seite aber mein 2D-Layout, was assoziativ ist zu der 3D-Datei. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ich, das habe ich schon immer gehasst, wenn man eine Zeichnung aufgemacht hat und dann hat man da 3D-Modelle drin gehabt und dann auch irgendwelche 2D-Schnitte, alles lag kreuz und quer übereinander, ist natürlich nicht wünschenswert und auch nicht sehr übersichtlich. Und das ist ein Riesenvorteil, dass diese Dateien sich permanent abgleichen. Und so kann ich jetzt hingehen und kann aus diesem BIM-Schnittbefehl hier sagen, wo er gibt mir jetzt vor, die Datei Plans zu benennen. Ich kann jetzt aber auch einfach hingehen und sagen, okay, schmeiß mir die mal auf meinen Desktop und dann nennen wir die mal eben Ansichten und Schnitte. So. Das heißt, du kannst diese Definition jederzeit so individuell erstellen oder definieren, wie du es gerne hättest. Genau, so ist es. Okay. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, ich kann das auch hier über, ich könnte das, wenn ich jetzt in der BIM-Oberfläche wäre, über den Quad machen, mit dem ich sehr gerne arbeite, aber den habe ich mir hier noch nicht angepasst, also ich habe mir die Werkzeuge oben reingelegt. Ja. Einfach sagen, aktualisiere mir mal den Schnitt hier. Halt, die Zeichnung muss natürlich erstmal gespeichert werden, hat er natürlich. Genau, recht. Das hast du jetzt gesehen, weil du die Befehlszeile gelesen hast, richtig? Genau so ist es. Das ging wahrscheinlich ein bisschen schnell. Der sagt natürlich, die bitte erstmal speichern, damit er denn diesen assoziativen Bezug herstellen kann. Ja. Und wenn ich jetzt sage, generiere mir mal meinen Schnitt. Jetzt rechnet er kurz. Oder er rechnet lang. Also jetzt hat er den Schnitt erstellt und jetzt kann ich hier oben hingehen und sagen, öffne mir den Schnitt. Und was macht er jetzt? Jetzt hat er die Bezeichner mit reingemacht. Ich mache die mal eben schnell weg. Jetzt hat er mir hier im Layout schon einen Schnitt angelegt. Und was macht er? Er macht dann auch gleichzeitig schon die Beschriftung dazu. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich messe ein Haus ein mit, sagen wir mal, 10 Etagen und habe verschiedene Schnitte durch dieses Haus, kann es natürlich mal schnell passieren oder beim Zeichnen eben, dass ich diese Bezeichnung vielleicht durcheinander werfe oder verloren habe, welcher Schnitt war denn jetzt welche Bezeichnung, und auch diese Bezeichnung hier ist immer assoziativ zur Schnittebene. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel wieder in ein 3D-Modell switchen würdest, mhm, und dort vielleicht statt Ebene 1 Grundriss EG reinschreiben würdest, würde sich das auch aktualisieren? Das wird sich aktualisieren. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Ebene 2 stehen. Da kann ich dann hingehen und dann mal in den Eigenschaften hingehen und sagen, das ist hier nicht Ebene 2, sondern eben, sagen wir mal, Grundriss 2. So wie du das wolltest. Oder OG1 oder wie auch immer, genau. Oder OG1, ja. Ich speichere das mal hier eben kurz. Ja. Und wenn ich jetzt hier auch den Schnitt generiere, wir müssen jetzt natürlich auch erstmal auswählen und sagen, nein, nicht in den Plans, sondern wir wollen das auch in die Ansichten und Schnitte rein haben. Du packst es also in ein und dieselbe Datei. Ich pack das alles in eine und dieselbe Datei rein. Ich, sehr praktisch, weil du dann ja alle Schnitte und Ansichten in einer Datei als 2D-Ableitung hast, richtig? Genau so ist es. Der Vorteil ist zum Beispiel dabei auch, ne, ich habe mal einen Kunden gehabt, der wollte da noch einen Anbau machen. Ja. Im Prinzip. Und der fing dann auch an, hat gesagt, ja, Albert braucht, er will da keine 3D-Modelle. Es war noch ziemlich am Anfang. Der Vorteil, den ich halt dabei natürlich dann auch noch habe, ist, dadurch, dass der Kunde entsprechend dann diesen 2D-Plan bekommt, kann er den als X-Ref da reinziehen und hat wirklich reine 2D-Daten. Weil wir unterscheiden ja im PrixCut immer noch mal zwischen generierten Ansichten, ne, die wir ja auch kennen. Im Mechanical-Bereich wird es ja oft genutzt. Oder ich benutze das im Mechanical-Bereich. Hat aber natürlich den Nachteil, dass diese Ansichten wirklich nur im Layout erzeugt werden. Ich kann die natürlich dann nachher wieder ins Modell exportieren, verliere aber dadurch halt auch eben wieder meine Assoziativität. Das ist ja oftmals nicht gewünscht. Ne? Genau. Und wenn ich jetzt hier in meinen
Layout reingehe, ich mache mal wieder die Bezeichner weg, sehe ich schon, habe ich jetzt hier auch den Grundriss 2 Ah, stehen. natürlich sehr stark, ja. Ja, und was natürlich der Vorteil ist, ist, klar, ich habe jetzt hier noch kein Layout angelegt, aber das ist jetzt kein generiertes Ansichtsfenster, sondern wenn ich jetzt bei mir in den Modellbereich wechsle, wir gehen mal auch auf 2D und wechseln in den Grundriss, dann sehe ich, das sind wirklich 2D-Blöcke. Okay, also keine neu erfundenen Objekte oder sonstiges, sind einfach nur 2D-Geometrien als 2D-Blöcke. 2D-Geometrien, ich kann die jetzt bearbeiten, ich kann das schraffieren, wie ich möchte. Man kann natürlich vorher schon in der BIM-Zusammenstellung Schraffuren, das ist eher wieder für die Architekten interessant, wenn es um eine Teilungserklärung geht, braucht man in der Regel ja keine eindeutig definierte Schraffur. Ne? Das reicht also da einfach eine ANSI 31 oder irgendwas rein zu kloppen, sage ich jetzt mal so salopp. So kann man dann schon sehr effizient arbeiten. Ne? Das heißt also, die ganzen Erkenntnisse aus irgendwelchen 2D-Seminaren bei uns oder eigener Aneignung der Technik, die gehen hier also auch in diesem BIM-Umfeld einfach nicht verloren. Und ich glaube, das ist für den Workflow einfach absolut interessant, oder? Genau. Also man sieht das ja, ne? Ich bekomme also meine fertige IFC-Datei und kann dann sehr schnell aus dieser IFC-Datei dann die ganzen Schnitte generieren, die ich dann eben für solche Planungen brauche. Ja. Und jetzt könnte ich mir hier noch ein schönes Layout drüber legen. Ich kann natürlich auch hingehen und nachträglich nochmal Maßstab hier ändern. Ne? Hier unten stand jetzt bei mir 1 zu 50. Ich kann jetzt hier nochmal hingehen und sagen, ich möchte den aber 1 zu 100. Ich komme damit meinem Plan nicht klar. Ich brauche das auf A1 wahrscheinlich 1 zu 100. Dann speichere ich mir das nochmal. Genau, und wenn ich jetzt hier nochmal hier hingehe, ich kann jetzt aber auch hier in dem Layout meinen Schnitt auch nochmal aktualisieren. Ich muss das gar nicht mehr vom 3D-Modell aus machen. Das heißt, die 3D-Datei könnte grundsätzlich vielleicht geschlossen sein. Genau, die kann geschlossen sein. Und wenn da Änderungen vorgenommen worden sind, dann kann ich das trotzdem hier immer mir anzeigen lassen. Ne? Ich mache die Bezeichnung mal wieder mal raus. Und jetzt hat er mir den Schnitt 1 zu 100 angelegt. Und so hat man dann im Prinzip immer einen reinen 2D-Plan, der also quasi assoziativ ist zum 3D-Modell. Ja. Ich hatte gerade letzte Woche ein Kundengespräch beispielsweise, und das ist schön, dass du das hier vielleicht auch anschneidest. Für alle, die jetzt mit dazuschauen, da ging es gerade um den Umstieg von einer anderen BIM-fähigen CAD-Software zu BricsCAD eventuell. Und die haben zum Beispiel dann danach gefragt, wie das mit der Kollaboration in der Arbeitsweise zwischen Planungsteams oder internen CAD-Teams ausschaut, weil es in diesem Büro zum Beispiel gewisse Strukturen gibt, die bedeuten, das eine Team plant nur in 3D und arbeitet die Modelle im 3D aus. Das zweite Team macht aber die Detaillierung für die Ausführungsplanung beispielsweise nur im reinen 2D, weil sie mit dem 3D vielleicht gar nicht mehr auskommen und vielleicht ein gewisser Standard in den 2D-Plänen für die Dokumentation herrschen muss. Und da ist diese Information zum Beispiel dann auch Gold wert gewesen, weil die gesagt haben, okay, egal ob meine Mitarbeiter in zwei verschiedenen Planungsteams im 3D herausarbeiten oder aus dem 2D heraus detaillieren, wir arbeiten immer mit gleichem Stand. Also die Pläne, die 2D-Ableitungen sind so assoziativ, dass man niemals im Prinzip mit einem falschen Arbeitsstand arbeitet. Und das ist halt vielleicht das Interessante daran. Also Assoziativität ist ja immer ein Riesenthema. Ja. Und gerade sagen wir mal, ich komme ja da aus dem Messegeschäft, was also auch extrem, wir haben manchmal da sehr ganz knappe Vorlaufzeiten und da sind also Planungsfehler oftmals fatal, ne? Ja. Und da ist diese Assoziativität immer ein Riesenthema. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man das möglichst, wenn Programme oder sagen wir mal Arbeitsabläufe, wenn man die Möglichkeit hat, Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass man immer assoziativ bleibt, dann hat man da schon mal einen extremen Wettbewerbsvorteil. Weil man kann, ich habe jetzt zwei ganz große Vorteile bei 3D und 2D. 2D habe ich meine Dokumentation. Die ist dann für den Endverbraucher oder für den Kunden oder für das Gewerk, für das ausführende Gewerk. Und dann habe ich das 3D-Modell. Das ist zum einen für den Kunden
Und was noch viel wichtiger ist bei einem 3D-Modell ist, deswegen plädiere ich auch immer, auch Leute, die immer noch auf 2D unterwegs sind, sagen, wir brauchen das nicht. Der wirklich essentielle Vorteil bei 3D ist, ich habe eine permanente Kollisionsprüfung. Ich kann immer gucken, funktioniert das, was ich da mache? Das funktioniert natürlich nur, aber auch nur, wenn ich genau plane und zeichne. Ich muss also wirklich, ich darf da keine Schraube weglassen. Ich darf da nicht sagen, okay, da kommt noch eine Leiste hin, das merke ich mir einfach mal. Nein, die Leiste muss rein, weil die kann mich an irgendeiner anderen Stelle zum Beispiel mal wieder, kann mir da das Genick brechen, weil ich einfach nicht mehr daran gedacht habe. Und deswegen sage ich immer, 3D ist total gut. Ich plane das alles dreidimensional durch, aber für den nächsten Step oder für die nächste Zwischenschnittstelle, die vielleicht mit einem anderen CAD-Programm arbeiten, da brauche ich dann wieder meine 2D-Dokumentation. Und wenn die immer assoziativ ist zu meinem 3D-Modell, dann habe ich es einfach so gut wie ausgeschlossen, dass da sich Fehler einheimsen. Die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich in der letzten Zeit gemacht, dass wirklich solche, ich nenne die einfach mal so Flapsigkeitsfehler, einfach nicht mehr einschleichen können, ne? Okay. Es ersetzt natürlich keine Planungsfehler. Da muss man natürlich schon weiter das Hirn einschalten, das ist natürlich klar. Aber ich habe natürlich den Vorteil, ich habe eine permanente Kollisionsprüfung. Ne? Ja, und ich glaube, der Vorteil dadurch ist ja auch schon wieder, also jetzt zumindest hier in dieser Art und Weise, wie du damit arbeitest, du hast ja von Grund auf schon ein Modell, das du als Grundlage nehmen könntest, wenn es gefordert wäre vom Auftraggeber oder sonstigen, das als IFC-Modell ja wieder weiterzugeben. Also genau, auch selbst wenn wir aus der BIM-Richtung oder BIM-Prozessrichtung oder Projektrichtung draufschauen, ist es ja natürlich so, du kannst ja jederzeit mit BlixCAD BIM jetzt auch wieder ein IFC-Modell, vollwertiges, open, BIM-fähiges Modell weitergeben über die IFC-Datei. Ja. Und bist, was die Kollaboration wieder angeht in diesem Projektablauf, ja schon wieder auch auf der richtigen Seite, weil das ein offener Standard ist, der nicht produktbezogen auf den Markt existiert. Ja? Du könntest jetzt zum Beispiel auch ganz einfach, du könntest ganz einfach ein 3D-Modell zeichnen, also sagen wir mal ein Gebäude aus ganz normalen 3D-Volumenkörpern, kannst dann über diesen BIMIFY-Befehl automatisch klassifizieren lassen. Und das wiederum als IFC exportieren und dann zum Beispiel in verschiedenen IFC-Programmen auch wieder öffnen. Ja. Ob es jetzt Archicad ist, Allplan, Revit oder BIM Vision, ne, das kostenlose Tool, in dem man sich BIM-Modelle angucken kann, funktioniert alles, ja. In diesem BIM-Umfeld oder IFC-Umfeld würde ich noch Orca oder genau. Das Ausschreiben? Ausschreiben.de oder Orca Ava, mit dem wir auch recht eng zusammenarbeiten. Haben da auch einen sehr, sehr guten IFC-Bilder und das Leistungsverzeichnis-Tool, das die dort an der Stelle programmieren und auf dem Markt haben, unterstützt da auch jegliche IFC-Informationen, was gerade in der Architektur, in Planungsphasen dort ja auch recht interessant ist, um sagen zu können, wir gehen den nächsten Step und reden dort mal über die Art und Weise, die 3D- oder modellbasierte, BIM-modellbasierte Massenermittlung dort durchzuführen. Ja? Also da sprechen wir jetzt auch im BIM-Ablauf sehr, sehr häufig drüber. Ja? Also wie können wir anhand von solchen 3D-Modellen, wie du es jetzt zum Beispiel offen hast, und anhand von zugewiesenen Materialien dort unsere Ausschreibungstexte bestücken? Ja? Also Ausschreibungstexte und dann natürlich auch, also was ich jetzt, ich sag mal, als der Nicht-BIM-Fachmann, was ich ganz gerne hier dann hätte, in Kombination mit einer Ausschreibungssoftware, zu sagen, okay, ich schiebe das IFC-Modell in die Software, da sind alle Leistungspositionen beschrieben und unten drunter steht dann, das kostet dich so viel, weil du so viel von diesen Materialien und so weiter, das wäre halt die Zielrichtung. Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurückkommen mit der Assoziativität. Herr Matiba hat es ja gezeigt, er hat assoziativ letzten Endes lediglich ja den Schnitt verkleinert oder vergrößert. Das würde ich jetzt mit meinen 2D-Kenntnissen mit Varia oder mit Vergrößern und Verkleinern auch hinkriegen. Aber was die Assoziativität ja eigentlich ist in dem Falle, ist, wenn zum Beispiel der Bauherr, die Bauherrin sagt, okay, diese Wand von der Küche, die muss einfach noch einen Meter breiter sein. Das heißt, auch das würde er dann direkt in den Ableitungen, in den Schritten mit aktualisieren, oder? Genau. Okay. Was mich da an der Stelle auch, gut, dass Herr Kotschatürk das vielleicht auch beispielsweise auffasst, ist, interessieren würde, wie es denn hier mit entsprechenden Raumstempeln oder sowas bei dir aussieht, dann über die BIM-Funktionalität. Das, ja,
Wie gesagt, also das Problem ist, ich zeige das nochmal an diesem 3D-Modell. Also er erkennt die Umgrenzung, wenn das richtig geschlossen und dargestellt ist. Okay. Ich habe manchmal ein bisschen das Problem bei diesem IFC-Export, der hier ankommt, ist es so, dass die Türen und die Fenster derzeit noch als Vielflächennetz ausgegeben werden. Okay. Und dadurch, dass das ein Vielflächennetz ist, hat der manchmal Probleme, die Umgrenzung genau zu erkennen. Das heißt, er kennt den Raum jetzt nicht. Man sieht das jetzt zum Beispiel hier, er erkennt jetzt hier einen Raum und sagt hier Raum Nummer 11. Obwohl hier eigentlich auch ein Raum ist, den hat er auch wieder erkannt. Hier hat er irgendwo einen Raum erkannt. Also da sind wir jetzt noch ein bisschen dran, das alles noch so ein bisschen zu optimieren, dass das ein bisschen besser funktioniert, dass wir dann halt eben auch diese Raumerkennungsfunktion mit drin haben. Okay. Das bedeutet aber hier nur ganz kurz, Nico, woher kommen denn diese Raumstempel jetzt? Die kommen mit dem Bimify. Der wird, also das, so. Der Bimify-Befehl, genau, der Bimify-Befehl erkennt also da einen geschlossenen Raum. Ne, wenn wir das jetzt mal, ich kann das mal einfach mal in der neuen Datei zeigen. Wir machen mal hier oben, gibt es eine Funktion, die nennt sich QuickDraw. Da kann ich jetzt mal eben schnell einfach mal einen Raum zeichnen und hier eine Wand reinziehen zum Beispiel. So. Und das war jetzt eine Doppelwand. Die kann man ein bisschen verschieben. So. Und wenn ich jetzt hier den Bimify-Befehl nochmal drüber laufen lasse, klassifizieren, dann sieht man, dass er diese Räume erkennt und auch schon gleichzeitig Quadratmeter daraus errechnet. Und wenn du jetzt die obere Wand beispielsweise irgendwie verschieben würdest, rechnen sich die Raumstempel dann dort neu? Boah, Steve, fragst mich so, das habe ich gar nicht ausprobiert. Weil ich messe ja nur Bestandsgebäude auf, da wird nichts geschoben. Okay. Genau, da hast du schon gesehen. Ich glaube, da hat sich was getan, ne? Ja. Ja, sehr schön. Funktioniert prima. So, und was ich aber auch machen kann, habe ich im Messebau auch schon ganz oft benutzt. Und zwar, wir haben ja manchmal auf der Messe richtige Gebäude stehen, Besprechungsräume und so weiter. Und dann sind in diesen Besprechungsräumen sind Grafiken oftmals angebracht. Ne? Oder ich muss da tatsächlich richtige Wandabwicklungen zeichnen von, na, wir haben es früher gemacht im AutoCAD, ne? Ich hätte mir jetzt hier Konstruktionslinien reingezogen und hätte dann da oder Konstruktionsstrahl reingezogen, hätte mir dann die Wandansichten daraus abgeleitet. Brauche ich in dem Fall überhaupt gar nicht. Ich habe hier oben eine Funktion, die nennt sich jetzt Innenansichten. Da kann ich jetzt hier meinen Raum auswählen. Den hier. Okay. Mit einem Rechtsklick. Und was macht er? Er erzeugt hier quasi mir auch solche Innenansichten. Seht ihr das? Ja. Und beschriftet die. Die könnte ich jetzt auch zum Beispiel hier umbenennen und sagen, das ist die Wand. Ich gehe hier mal wieder ins Eigenschaftenfenster rein und einfach sagen zum Beispiel, wir haben im Messebau immer Wand A, Wand B, Wand C. Das ist die Ansicht Wand A und das ist die Ansicht Wand B. Ich zeige das mal an zwei Modellen. Ansicht B. Mhm. So. Und die kann ich dann auch wieder packen. Ich muss natürlich als allererstes mein Gebäude mal speichern. Und dann würde ich gleich mal reingrätschen wollen. Hast du denn jetzt auch die Möglichkeit zum Beispiel, wenn du das jetzt, du wolltest ja wahrscheinlich gerade ableiten, ne? Also du wolltest gerade die Schnitte wahrscheinlich generieren lassen. Kannst du denn jetzt zum Beispiel alle Schnitte, die du in dieser gesamten DWG hast, auf einmal ableiten lassen? Das müsste gehen, ja. Okay. Wir machen jetzt mal hier Wandansichten, das so soll das heißen, die Datei. Ja. So, ich mache das jetzt nur mal bei den zwei, das reicht ja, ne? Genau. Ich kann jetzt ja auch beide anpicken. Ja, zum Beispiel. Ich pick mal beide an und gehe dann mal auf den Befehl. Das sah gut aus, ne? Und da unten steht ja auch schon, zwei Schnitte wurden generiert. Genau, ja? Dann machen wir die mal auf. Genau, da macht er dann auch wieder die Wandbezeichner rein, das kann man natürlich abschalten, ich zeige das mal eben. Weil wir das jetzt schon ein paar Mal hatten, Bezeichner generieren. Das heißt also, er nimmt dann für die BIM-Wand die entsprechende Bezeichnung mit rein. Ist bei mir in dem Fall jetzt nicht wünschenswert. Ich pick nochmal die beiden an und sag hier bei dem Eigenschaftenfenster, Bezeichner generieren aus. Einfach aus, ja. Genau. So, jetzt picken wir die nochmal beide an. Jetzt müssten die Bezeichner weg sein. Mhm. Wir schauen mal. Naja, da hat er sie noch drin von vorher.
Ja, aber das Thema aber ist, bei der Aktualisierung wären sie jetzt trotzdem weg. Ne? Und so hätte ich jetzt meine Wandansichten da drin. Ja, von jetzt innen. Sehe ich, oh, der hat mir das aber so ein bisschen geschnitten. Das will ich so gar nicht haben. Habe ich dann auch ganz oft benutzt. Gerade wenn ich so Textilprofile und sowas einmesse. Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, sehe ich genau, wo er meine Wand schneidet. Und kann das jetzt hier über die Griffe auch verschieben. Ganz so, quasi und sagen, tiefer. Ich möchte das genau bis hierhin haben. Ich möchte nur die Innenansicht von der Wand haben. Ne? Ja. So. Auch am Pfeil, am Griff. Bis hierhin. So. Und wenn ich den dann wieder aktualisiere, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich speichere jetzt mal hier und aktualisiere mal die Wandansicht A von hier aus. Dann sieht man, dann hat er die schön sauber geschnitten. Ja, und wenn ich jetzt in meiner Wand zum Beispiel eine Vitrine einbauen würde oder sonst irgendwas, Möblierung einsetzen würde, dann hätte ich da immer schön die 2D-Ansicht mit drin. Und genauso habe ich das dann hier auch wieder in meinem Modell mit drin. Ne? So würde das dann aussehen. Für die Übersicht, also er nennt dann tatsächlich auch die Blöcke so, wie es dann heißt, Ansicht A, Haus 2DWG. Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, Nico. Wieso hast du dich denn, ich weiß ja ganz genau von dir, dass du ja BricsCut tatsächlich seit Jahren auf Herz und Nieren testest. Mhm. Und auch wirklich parallel auch immer schon geflucht habe. Kann auch man schon geflucht, auch mal sagen. Das möchte ich natürlich auch dazu sagen. Ja. Kam auch schon oft vor. Ja. Wieso hast du dich denn jetzt trotzdem dafür entschieden? Für diesen Workflow? Naja, weil ich damit extrem schnell bin. Ne? Ja. Also für diesen Workflow oder allgemein für BricsCut? Für BricsCut und für den Arbeitsschritt vielleicht. Naja, also zum einen ist es natürlich erstmal der Kosten-Nutzen-Faktor. Ne? Das ist kein Geheimnis. Das BricsCut ist ja deutlich günstiger wie vergleichbare Software. Ja. Also mehr brauche ich nicht. Und es kann ja auch, eigentlich auch im Prinzip alles, was man braucht. Und der eigentliche Grund, warum ich bei BricsCut wirklich immer so hängen geblieben bin, ist, weil es ja tatsächlich, wenn man es genau nimmt, weil man könnte ja noch ganz viel zeigen oder wie ich es anwende, auch gerade im Mechanical-Bereich mit der Parametrik und Stücklisten, es ist einfach eine eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also ich habe auf der DWG-Basis alles, was ich brauche. Und DWG ist halt einfach immer noch die Schnittstelle. Ne? Wenn man viele Gewerke hat, landet man immer wieder bei DWG, ob das Schlossereien sind, Schreinereien oder ob das andere Planer sind. Es wird immer nach DWG gerufen. Bibliotheken im Internet ist immer das DWG-Format ganz vorne mit dabei und wird gefragt. Und es ist halt immer auf dem neuesten DWG-Format. Ne? Wir sind jetzt, glaube ich, bei 2018. Ja, ist ja ein natives DWG-Format, was da geschrieben wird. Und das war für mich halt einfach der Grund zu sagen, warum sollte ich da auf was anderes wechseln? Ich gebe zu, ich habe auch schon mal, ich habe auch Inventor-Kenntnisse mittlerweile, aber das ist halt, da bin ich halt einfach zu eingeschränkt. Da muss man wirklich sagen, ist eine Maschinenbausoftware, ne? Die kann simulieren, die kann die tollsten Sachen, damit kann man sehr präzise konstruieren, ist aber halt nicht so ganz so flexibel wie jetzt das BricsCut. Das muss man wirklich mal sagen. Ja? Also wie gesagt, ganz einfach gesagt, für mich ist das eine eierlegende Wollmilchsau. Das kann halt einfach alles. Ich habe damit sogar schon mal eine Hochzeitszeitung erstellt. Geht genauso. Ne? Also, BricsCut. Mit BricsCut. Ja, alle haben sie da mit Word gehockt. Ich habe gedacht, ich mache das mit BricsCut. Da kann ich genauso Bilder schieben und Texte einfügen. Hat genauso gut ausgesehen. Sehr gut. Ich habe hier im Chat noch eine Frage. Ja. Da ist Herrn Vögen aufgefallen, bei der Bezeichnung der Ebene 1 steht immer noch M1 zu 50 und nicht 1 zu 100, eben, wo Sie das... Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wo im Chat? Ich habe es ja vorgelesen. Im Gebäude, bei den Ansichten, da haben Sie ja Maßstab geändert. Genau. Ja. Da muss jetzt bei der Ebene 1 muss jetzt 1 zu 100 drin stehen. Da steht aber noch 1 zu 50, oder? Eieiei. Genau. Tatsächlich. Hast du die V21 schon? Die habe ich drauf, aber die habe ich mir noch nicht, die habe ich erst letzte Woche runtergeladen, habe ich mir noch nicht eingestellt. Okay. Da hat er recht. Was steht denn in dem Schnitt, in dem Schnitt mit drin? Für den Bezeichner? Da steht 1 zu 100. Bezeichner generieren aus.
Warte mal, normalerweise Das Attribut hat funktioniert das das nicht aber. übernommen, ja. Augenblick. Ich guck mal noch mal, ich guck mir es noch mal an. Herr Vögen, dass Sie das ja so schnell gesehen haben, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Okay. Ich mache die mal zu und mache die mal wieder auf. Mal gucken, was dann passiert. Welche war das? Aber gut ist ja, wir haben ja jetzt schon direkt ein Video dafür, können wir auch direkt an den Brixen-Support weiterleiten, an die Direkt Bürger. weiterleiten. Ja. Oh, nee, das Moment, das hatte ich. Ah. Jetzt stimmt's, ne? Ja. Das war wahrscheinlich, weil das Attribut im Hintergrund aus Ach, dem ich Büro weiß, wo nochmal dann. Nee, synchronisiert nee, ich glaube, ich weiß, wo wurde. dann das liegt. Und zwar, das glaube ich, hat was hier mit dem Schreiben, da läuft ja im Hintergrund, das ist jetzt aber wieder weiterführendes BIM-Thema, da läuft ja im Hintergrund der Plansatzmanager mit. Ja. Und der Plansatzmanager schreibt ja auch diese Ansichten mit rein. Ich glaube, der aktualisiert sich ja nicht immer sofort, ne? Das kann man, glaube ich, irgendwo einstellen, wie schnell er sich aktualisiert. Aber wie gesagt, also die Assoziativität, die ist schon gegeben. Das sieht man auch immer, dass das ausgegraut da ist im Hintergrund. Das heißt immer, dass sich das auf eine Variable bezieht, die irgendwo abgegriffen wird. Ne? Genau. Ja, Cool. so ist das. Sehr schön. Dann haben wir jetzt schon 10 vor 3. Da sind wir noch ganz gut Wow. im entsprechenden Rahmen, Ja. wie wir das auch alles so geplant haben. Vielleicht kannst du deine Bildschirmfreigabe dann einfach kurz stoppen. Dann sehen wir das in der Aufzeichnung später, dass dein Video immer ein bisschen größer oder unser Video, weil wir dann die Sprecheransicht größer haben. Danke für den Einblick, Nico. Ja, Also ich gerne. sehr, Vielen sehr Dank. interessant jetzt, was du da als Ansatz hast. Ja. Ja. Sehe dann auch nach Darf ich noch den. mal kurz Ja. was ich weiß ja, dass der Herr Bosse zuguckt. Genau. Der Herr Bosse hat ja schon mal für uns was programmiert, beziehungsweise für den Kunden von uns was programmiert. Und zwar, da hat er relativ schnell eine Lisp-Datei geschrieben, bei dem Blöcke mit Attributen so ausgelesen werden, dass sie in ein Warenwirtschaftssystem eingelesen werden können. Hat er damals total schnell hinbekommen, da war ich auch ganz angetan von, war für ihn kein Problem. Vielleicht braucht er mal eine richtige Aufgabe, und zwar, wir Ja. hatten ja schon mal darüber philosophiert, Steven, wie Ja. genial das ja eigentlich wäre, Herr Koschatürk, Sie waren ja auch schon mit dabei, wenn man BIM-Aufmaßfunktionen im PrixCut hätte. Ja. Weil wir haben einmal die Firma Hexagon, die ja ihren Deckel drauf hat auf Leica und einmal auf Brix, beziehungsweise auf Brixis. Wenn man die beiden sowieso schon unter einen Hut hat, vielleicht würden die hingehen und sagen, ja, wir könnten das in gewisser Weise vielleicht ein bisschen fördern, dass man BIM-Aufmaßfunktionen also quasi als Plugin im PrixCut hätte. Wäre natürlich auch eine schöne Sache, ne? Klar. Okay, ein guter Hinweis, ja. Ja, können wir Vielleicht ja vielleicht kann mal, es der Herr Bosse ja mal programmieren. können wir ja mit dem Genau. Herrn Bosse mal in einem anderen separaten Termin darüber reden, falls Herr Bosse dann Lust und Laune hat, ja. Mal Am gucken, ob er Wochenende noch ist da ja. ist oder vielleicht hat er sich jetzt ausgeklickt. Nee, Nee, Jörn nee. schreibt ja, der ist Ah ja. da. Danke für die Blumen. Ich bin aber gerade mit Tim und Pin-Funktion, was auch immer das ist. ja, Dreiecksvermaschung fürs Blendemodell. Ja. Also, weil BIM-Aufmaß ist ein Riesenthema und gerade Bestandsaufnahme, das ist immer noch ein Riesenthema. Ja, Brixis geht ja eher in die Richtung, dass man über die Ja, Punktwolken über das mittlerweile 3D-Aufmaß, ja. genau die Wände oder die Flächen erkennt. Das soll zumindest Genau. R21 jetzt kommen. Ja, aber da muss man natürlich auch sagen, genau da setzt ja auch beispielsweise das Cloudworks von Leica an der Stelle auch einfach Und an. Ja, man das braucht einen ist, Scanner, ne? Also ja. man braucht dann mindestens so einen 20, 30.000 Euro Scanner, den man Wie dann ein damit K2Go oder sowas wäre natürlich nett, aber. mitnimmt. Naja, den X4 oder X3 bekommt man für Genau. 800, 900 netto, ne? Also Ja. wäre Ja, eine auch echte Alternative. da muss man natürlich auch hervorheben, ne? Das ist für die Art von Anwendung, die du jetzt beispielsweise benötigst und benutzt, ist das halt auch eine Alternative oder eine preisgünstige Alternative, die wirklich Sinn macht. Ja? Das ist, Ja, eben. ne? Klar, es gibt natürlich Kunden wie und auch einer unserer langjährigen Kunden, das Vermessungsbüro Ahelger, die da aber zum Beispiel sagen, ja, das reicht mir nicht mehr für diese Art von Anwendung, die wir dort an den Tag legen müssen. Ja. Logisch, ja. Gut, dann haben wir noch ein paar Fragen im Chat. Ich würde das aber auch vielleicht so
machen wollen. Ich würde kurz noch mal was zeigen wollen. Ich würde jetzt meinen Bildschirm noch mal freigeben. Wir würden dann auch im nächsten Schritt eigentlich zum Ende des Cut-Café-Termins rutschen. Und zwar dann zu den Fragen und der offenen Diskussion. Also da können wir auch gerne dann die Fragen aus dem Chat gleich beantworten. Und vielleicht genau. Hat ja jemand Lust, mit uns weiterzureden. Mhm. Ich würde aber noch ganz kurz zeigen wollen, wir finden ja auf unserer Internetseite www.below-software.de, da haben wir ja immer die Möglichkeit, hier oben in das Cut-Café zu wechseln. Ja? Also auch für alle unsere Interessenten oder Kunden, die jetzt oder Teilnehmer, die jetzt Lust auf das Cut-Café haben, da kann man hier oben immer schön auf das Cut-Café klicken. Und wer wirklich Lust hat, informiert zu werden, der kann sich jetzt hier einfach ganz einfach eintragen mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und wird immer sofort informiert, wenn wir ein neues Cut-Café planen oder einen Termin planen. Dementsprechend finden wir hier in der unteren Reihe finden wir auch die entsprechenden Termine, die immer zum Cut-Café führen oder wo wir dann entsprechende Termine dann ansetzen. Genauso wie wir jetzt heute Mittag schon veröffentlicht haben, dass wir die nächste Folge des Cut-Cafés in einem offenen Jahresplausch am 15.12., das ist ein Dienstag ab 14 Uhr planen. Also wer da auch wirklich Lust hat, wir haben für diesen Termin noch kein Thema angesetzt, wollen wir auch nicht wirklich tun für diesen Termin. Wir wollen den Austausch mit den Kunden als Tenor haben. Und in diesem Jahresplausch haben wir auch gesagt, wir haben hier so ein schönes Anmeldeformular oder ein Formular, in dem man vielleicht einfach eine Anregung für ein Thema mit ansetzen kann oder uns zukommen lassen kann, ja. Über das wir dann in diesem Termin dann einfach reden. Wir machen das dann einfach so, wir sammeln das einfach, wir zeigen die Themen einfach, die wir auffassen konnten und reden dann einfach ganz offen darüber. Wir wollen damit natürlich auch zeigen und allen Kunden und Teilnehmern die Möglichkeit bieten, wirklich auch eigene Informationen und auch wirklich eigene Wehwehchen, Tagesanforderungen da besprechen zu können. Und das in einer kleinen Runde mit einer Tasse Kaffee, glaube ich, ist der richtige Ansatz. Was wir natürlich auch hier mit dabei haben, ist nicht nur den Informationsbereich zum Cut-Café, sondern auch einfach die Mediathek hier an der Seite. Und hier haben wir jederzeit die Möglichkeit, und das werden wir auch hier mit dem nächsten Video von heute so machen, dass alle Kunden kostenfrei die Möglichkeit haben, sich das hier entsprechend anzuschauen, was wir in den letzten Terminen beispielsweise besprochen haben. Also auch da jederzeit herzlich eingeladen, einfach mitzuschauen, was so besprochen wurde. Das ist so das, was ich dazu vielleicht noch organisatorisch sagen wollte. Gut, vielen Dank. Das mit den Fragen. Also wir können jetzt, ich hatte Sie, damit es keine Rückkopplung gibt, einfach auf die Mikrofone stumm geschaltet. Sie können gerne im Chat schreiben, Sie können aber auch jetzt gerne Ihr Mikrofon einschalten. Und der Herr Miskiewicz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, er hat noch eine Frage. Der hat mir auch eine E-Mail geschrieben. Herr Miskiewicz, ich melde mich auf jeden Fall nochmal bei Ihnen. Ich hatte ein bisschen viel um die Ohren die letzte Zeit. Der fragt, kann man in den ursprünglichen IFC, da wenn man das mit Laser geht, die Messpunkte sehen, einblenden, wie so Laserstrahlen, wenn ja. Nee, das kann man bei der IFC-Datei in dem Fall nicht. Steven, weißt du das? Ist das überhaupt prinzipiell möglich? Das ist ein Thema, das in IFC 2x3 einfach noch nicht relevant ist. Ja. In IFC 4, das ja quasi vor der Tür stehen müsste, gibt es Möglichkeiten, Messpunkte zu klassifizieren. Und solange wir Messpunkte klassifizieren können, bringt uns das auch an der Stelle nichts. Es ist so, ich hatte vor einigen Wochen einen sehr, sehr netten Tagestermin mit den Jungs von Leica aus der Schweiz. Schöne Grüße an der Stelle. Mhm. Da haben wir darüber gesprochen, wie deren Software das zum Beispiel auch ebenfalls löst. Und dort ist es so, dass die IFC-Datei das gleiche Problem an der Stelle hat. Wir können mit dieser 2D-Information einfach nicht viel anfangen. Selbst wenn viele diese Messpunkte als 3D-Objekte betiteln und Leica als Software macht das dann einfach zum Beispiel so, oder Softwarehersteller macht das in deren Software beispielsweise so, dass die 2D-Messpunkte in 3D-Dummy-Punkte umgewandelt werden. Im Prinzip ist das nichts anderes als eine Kugel, die dann Messpunkt benannt wird über eine Attributierung oder sonstiges, dargestellt wird virtuell.
Aber grundsätzlich ja, man kann die Punkte aber auch beispielsweise nachträglich aus der Punktliste einlesen. Das ist definitiv möglich. Selbst wenn man die TIN-Funktionalität aus der Pro-Version dafür nutzen würde und gar nicht mal aus der BIM-Version und dann sagt, okay, wir wandeln dich um als Block und dann hat man ja wieder das Thema, dass man über den Blockify-Befehl alle Messpunkte umwandeln könnte und dann wieder sagen könnte, okay, du bist jetzt ein anderes Objekt, weil wir einfach nur die Blockdatei austauschen und überschreiben. Also das wäre eine Möglichkeit, die auch schon einige Kunden so angesetzt haben und auch gut umgesetzt haben und benutzt haben. Ja. Okay. Aber auch an Herrn Miskewitz, wenn Sie da Fragen haben sollten, dann auch gerne nach dem Termin einmal anrufen. Ich habe jetzt leider keine Datei, die das Vorbereiten beinhaltet. Dann würde ich das gerne einmal mit Ihnen besprechen und kann Ihnen anbieten, rufen Sie gerne an. Unsere Kontaktdaten finden Sie ja überall im Internet auf unserer Homepage. Okay, wunderbar. Der Herr Lauterbach schreibt, dass es ihm scheinbar sehr gut gefällt, das Format. Vielen Dank. Das freut uns natürlich. Noch jemand dabei, der mit uns ein bisschen reden möchte? Außer dir natürlich, Nico. Ja, ich habe erstmal alles gesagt. Ah, sehr schön. Ja, ist auch ein bisschen erkältet, der Matthiebe dann. Ja, ich habe mich tatsächlich erkältet, ja. Also für mich war das kein Cut-Kaffee, sondern Cut-Tee. Ich habe die ganze Zeit den Tee getrunken. Okay. Ja, also ich schmecke aber noch alles. Also ich habe wirklich tatsächlich nur hat sich so eingeschlichen, eine Erkältung. Also, ja, dann toi, 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 hoffentlich. Ja, aber meine Frau, meine Tochter haben es auch. Also wir hoffen mal nicht, dass wir hier. Aber wir schmecken alle noch was. Also zumindest hat heute Mittag meine Tochter gesagt, Bar mag ich nicht essen, schmeckt nicht. Ah, sehr schön. Okay. Nicht nur Herrn Lauterbach gefällt, das kommt von Herrn Grunert. Vielen Dank. Und an dich natürlich auch, Nico. Gute ja, gerne. Daheim an die Familie, ne? Nicht, dass wir es vergessen und unhöflich sind. Alles ich glaub, gut. Das gehört auch noch mit dazu. Ja. Schön. Okay. Dann, wie gesagt, aufgezeichnet haben wir es. Genau. Online stellen tun wir das auch. Können jederzeit zuschauen, wieder reinschauen. Und denken Sie an die Anregungen, schicken Sie uns die Anregungen zu. Und für den nächsten Termin melden Sie sich alle fleißig an. Genau. 15.12. 14 Uhr. Genau. Offene Fragerunde. Offene Fragenrunde. Tasse Kaffee und einfach mal nett plauschen. Genau. Sie, Amatiba, nicht. Sie dürfen keine Fragen stellen. Sie dürfen nur antworten. Ja. Ich schalte mein Mikrofon aus. Ich weiß ja, wo es geht jetzt. Und nur antworten, ja. Okay. 14 Uhr war das, ja? Genau, 14 Uhr. Steht aber, wie gesagt, einmal auf der Homepage anmelden. Am besten jetzt schon anmelden. Das passt ja dann immer ganz gut. Ist ja unverbindlich, wenn man keine Zeit findet. Schaltet man einfach nicht dazu. Gut, ich möchte mal kurz vielen Dank sagen und auch noch mal kurz hervorheben. Also was uns der Matthiebe heute gezeigt hat, ist ja letzten Endes nur ein Befehl gewesen, ne? Nur BIMify. Ja. Dass man über einen Befehl dann, keine Ahnung, eine Stunde reden kann und 10% dieses Befehls dann gesehen hat, ist natürlich schon beeindruckend, was man in der Praxis noch machen kann. Also da gehört noch viel, viel, viel mehr dazu. Ne? Das ist nur jetzt erstmal so, um so ein bisschen den Workflow da aufzuzeigen, aber da gehört noch im Wesentlichen dazu, der Projektmanager, also der Projektbrowser gehört da noch mit dazu. Auch gerade hier, wenn es größer dann wird, eben der Plansatzmanager und so weiter. Aber das sind alles Themen eigentlich eher für eine Schulung. Ne? Also. Ja, was wir hiermit natürlich auch bezwecken wollen, ist, dass Sie als Planer draußen dann sagen, okay, ich habe jetzt, normalerweise haben wir das ja für eine halbe Stunde platziert, aber dass Sie sehen, was für Möglichkeiten gibt es, wenn Sie das nächste Mal vor so einer Fragestellung stehen, zu sagen, okay, hey, ich baue das mal dreidimensional auf, weil ich ganz genau weiß, da kommen noch zig Änderungen und dann leite ich einfach aus meinem 3D-Modell die Situation ab. Ja. Das ist das, was wir hier übertragen wollten und vielen Dank nochmal, Matthias. Ich weiß ja auch noch, das ist ja das Nächste, was mich ja so begeistert hat, wo ich bei Ihnen im Haus war, Herr Koscher-Türk, und habe Ihnen den letzten Microsoft-Stand gezeigt, den ich mal geplant hatte, wo Sie zu mir gesagt haben, ja, wollen Sie mal durchlaufen? Ja. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt das 3D-Modell in die virtuelle Realität und dann habe ich mit der 3D-Brille da gesessen und bin durch meinen durchkonstruierten Messestand durchgelaufen.
Ja, Das fand ich auch phänomenal. Also das ist vielleicht mal ein Thema, das sollten wir vielleicht auch mal irgendwann mal aufgreifen, klar, weil ich also kann auch mir da. vorstellen, weil gerade für mich als Konstrukteur war das unheimlich interessant, dann doch wirklich mal so in echt die Dimension nachher zu sehen, wo ich dann da wirklich mal unter so einem Balken gestanden habe und gedacht, okay, den hast du vielleicht etwas zu groß dimensioniert. Den hätte man unter Umständen, ja, ist wirklich so. Ich war da Lieber zu ganz groß erstaunt als drüber, ja. Also ja. das war wirklich phänomenal und das war ja auch von den Kosten sehr erschwinglich, was sie mir da gesagt haben. Obwohl das alles noch in den Kinderschuhen steckt, vielleicht können wir das auch mal als Thema aufgreifen. Aber ich glaube, selbst für die nächsten Jahre haben wir noch immer wieder Ja. genug Themen, worüber man da mal reden könnte, Also ja. wir haben gestern auch hier von Brixis Seite, da gibt es eine neue Kooperation mit Twin Motion, Twin ja. Motion heißt es. Das ist irgendwie so eine Gaming-Engine und da haben die gestern das mal präsentiert, was damit möglich ist. Also phänomenal. Also Also ich war Rendering ist baff, dort natürlich ja. das Thema, ne? Ja, also ich kenne das ja so, ich bin ja schon sehr lange im CAD-Geschäft. Da haben wir, wenn wir zum Beispiel einen Baum platziert haben, dreidimensional, damit das nicht so viel Speicherplatz wegnimmt, haben wir dann einen Baum quasi aus zwei Scheiben generiert und haben mal in die Richtung oder mal in die Richtung geguckt. Oder der Baum hat sich halt immer in Richtung der Kamera gedreht, damit man Speicher sparen kann. Jetzt ist es so, der hat gestern einen Baum eingefügt und fährt in die Nähe des Baumes, fährt in die Baumkrone hinein und dann hat dieser Baum einen Windeffekt. Die Blätter bewegen sich. Und da kann dann noch definieren, sagen irgendwie, ja, aber jetzt ist nicht mehr Frühling oder Sommer, jetzt ist Herbst, ne? Und Dann verliert der Baum auch die Blätter und so das weiter. ist. Und die Bäume wachsen in gewissen Stadien. Man kann dort im Prinzip auch zum Beispiel sagen, jetzt haben wir unser Projekt im Ist-Zustand. Wie sieht das Projekt zum Beispiel in 5 Jahren aus? Und dort wächst dann die Dimension des Baumes mit und so weiter. Und dann sprechen wir über ein Rendering-Tool, das einfach uns das Ganze visuell einfach sehr, sehr einfach macht, uns solche Sachen zum Beispiel vorzustellen. Ja? Natürlich hast du auch schon vorher Kooperationen Landscape. mit Enscape, also Realtime-Rendering, auch sehr, sehr interessant, direkt aus BricsCAD heraus. Aber da setzt auch diese Thematik BIM und Visualisierung und so weiter einfach viel, viel mehr an. Und dort sieht man dann auch extrem die Effekte, wenn man das im 3D plant, was man damit halt machen kann und was man den Leuten damit auch anbieten kann und das auch zeigen kann. Weil es gibt ja ganz, ganz viele, die sich den Messestand, wie du es erzählst, vielleicht auch gar nicht bildlich vorstellen können. Einfach nur aus 2D-Plänen heraus, ne? Naja, gut, das machen vorher, also sagen wir mal, Messestände in der Größe werden natürlich vorher Natürlich. schon von Designern richtig sehr professionell visualisiert, ne? Also das passiert da schon. Die sind teilweise, die Render-Engines sind ja heute also so krass, da sieht man manchmal, muss man schon zweimal hingucken, ist es jetzt ein Foto oder ist es ein Rendering, ne, was die da teilweise da präsentieren. Aber wie gesagt, für mich war ja das Phänomenale zu sehen, dass ich durch mein eigenes Konstrukt in Echtzeit in der für mich virtuellen Größe auch durchlaufen kann, dass ich ein Gefühl für die Dimension bekomme. Das habe ich von einem 2D-Bildschirm hier im 16:9-Format ja nicht. Natürlich weiß ich das aus Erfahrungswerten und so weiter, aber wenn ich dann doch wirklich mal davor stehe, ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Also fand ich total interessant und ich habe schon gesagt, wahrscheinlich bin ich bis dahin Rente, aber ich kann mir vorstellen, dass Konstrukteure auch wirklich irgendwann mal da mit einer 3D-Brille sitzen, ne? Und Ja. dreidimensional konstruieren oder entwerfen. Das kommt bestimmt mal irgendwann, ja. Also, wir machen das nächste dann Cut-Café, nicht Cut-Café-Stunde, sondern mal Cut-Café-Wochenende oder so. Dann setzen wir die Themen noch so weiter aus, den ich möchte das Ganze hier an dieser Stelle beenden, sodass wir auch dann keinen Ärger kriegen. Also, vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Bleiben Sie gesund. Haben Sie einen schönen Dezember, einen schönen Jahresausgang. Und wir sehen uns nochmal zum Vor den Ende. Weihnachts- und Ja, vorne. Feiertagen, genau. Und Ja. danke Okay. fürs Zuhören. Okay. Prima, Tschüss. danke schön. Bis dann. Tschüss.